Willkommen zurück zu Phineas und Ferb, quer durch die zweite Dimension für Nintendo DS. Wir sind bei 4.3 stehen geblieben. Allerdings hatte ich jetzt ein paar, man sieht es ja schon, ich habe ein paar Batterien gefarmt. Also ich bin übrigens auch komplett aus der Puste, weil, ja, einen Bus hinterhergerannt, nicht erwischt, an der Haltestelle gewartet mit gar keiner Ausdauer mehr. Und ja. Komplett fertig, wie auch immer. Ich bin froh, dass ich mir diese Kostüme hier jetzt kaufen kann. Ey, oh, ich habe irgendwie da 2 Stunden nur so gesessen und einfach nur das erste Level gespielt. Ich weiß nicht, ob es etwas Besseres gibt als das erste Level. Safe, aber es geht halt kurz. Ich muss keine Minispiele machen. Das heißt, auch mit dem Touch ist es nicht so schlimm. Egal, wir machen weiter. Eine bestimmte Anzahl von Gegnern, 30 ohne irgendeinen Charakter. Nicht nach links, okay. Ja, die Welt ist irgendwie grundsätzlich bis am Legen. Kann ich nichts machen, ganz ehrlich. Muss ich mit den Legs klarkommen. Hier muss ich einen Schlüssel hinbringen, okay. Dahinter ist was versteckt, glaube ich. Ja, da ist ein Weg auf jeden Fall. Ja, solange der Lolli da rumkreiselt, lags. Okay. So, hier ist ein versteckter Schalter, würde ich aber mal behaupten. Ja, nee, das geht um Schlüsse, ja cool, dann muss man das ja wissen. Hier drüben ist eine Münze. Ja, perfekt, die erste Coin. Sehr schön. Ich bin ja meistens froh, wenn ich schon 2 Coins habe. 3 ist natürlich richtig geil, weil ja, man kann ja nichts machen, ne? Wenn einem eine Coin fehlt, an die man eventuell noch gar nicht rankommen kann. Nervig, aber ist so. Habe ich jetzt aber, glaube ich, auch schon oft genug angesprochen. Ich versuche mal damit aufzuhören, okay? Die ganze Zeit schlecht über das Spiel zu reden, obwohl positiven Dinge natürlich auch immer wieder anspricht. Oh nein. Oh man, ich habe nicht viel Batterien. Was? Blauen sind schon direkt weg, okay. Blau auch. Okay. Sehr schön. Mal genau umschauen, ob nicht irgendwo man an einem Rad irgendwas machen kann. Hier scheint nichts zu sein. Weiß ja nie, vielleicht ist hier unten noch irgendwo was. Sieht nicht so aus. Ob das jetzt so schnell kommt, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Phineas bringt das Ding gerade auch bis zum Legen. Ja, aber ich muss gerade eher sein. Das Gefühl, Phineas ist allgemein einfach nicht so gewollt vom Spiel, sagen wir es so. Kommt mir einfach so vor, als würde man seine Fähigkeit am ehesten nicht brauchen. Allein im ersten Level, also wenn man jetzt davon ausgeht, er wird halt nicht gebraucht, ganz einfach. Im Tutorial Level sollte man ihn eigentlich schon brauchen. Aber naja. Egal, wir spielen mal mit Perry. Okay, Enterhaken. Oh. Ich glaube, die wollen sie nicht Enterhaken lassen. Doch. Geil. Oh. Hm.
scheint nichts zu sein. Hätte mir jetzt vorstellen können, dass man da drüben lang kann. Ja, komm, mach. Juford! Hi! Und wie viele? 100, geil. Muss jetzt hier lang, oder? Ja, was da oben ist. Okay, wahrscheinlich muss ich hier lang. Ja. Wenn man vorher machen müsste, von dem her passt. Hä? Ey, zum Glück habe ich das gesehen. Ist ja komplett assi. Okay, da drüben ist aber noch extra Energie. Die will ich auch nicht verpassen. Energie. Das darf ich nicht vergessen. Es tut mir leid, mein Commentary gerade einfach ein bisschen am Arsch ist. Ich habe eine Aufnahme gestartet währenddessen. Ja, ich bin aber noch komplett erschöpft von dem Bus hinterherrennen, obwohl es jetzt inzwischen eine Stunde her ist. Eine Stunde trifft es ganz gut. Aber Alter, ich habe die komplette Busfahrt gehustet. Jetzt ist einmal Zeit, dass ich aufnehmen kann. Will ich es auch nutzen. Ich bin aber ein bisschen streng mit mir selbst. Passt. So. Rein zeitlich nähern wir uns langsam dem Levelende. Frage ist, wie komme ich darüber? Okay, anscheinend von rechts. Zumindest stark nach aus. Hier kommen wir, glaube ich, runter. Ja, genau. Geil. Boah, wir haben schon so viel. Und wenn es nicht gerade irgendeine Lebensbox mit Dingens, mit Jetpack zu holen gibt, ich glaube, wir haben gute Chancen auf die 100%. Weg mit dir. Mit der auch wichtig besser hält. So, ich sehe schon. Achso, übrigens. Man kann mit L und R den Charakter wechseln. Wusste ich gar nicht. Beziehungsweise, ich habe Save damals gewusst. Das ist wahrscheinlich viel zu selten benutzt, weil immer wieder vergessen. Bloß, ich habe mal bis an den Knöpfen rumgespielt und auf einmal kann ich halt den Charakter wechseln. Das ist übelst geil. Muss ich nicht immer auf den Touchscreen zugreifen. Halt bei Minigames. Das stört dann weniger. Ja, ich freue mich schon, wenn Ferb noch ein Upgrade bekommt. Hier ist wieder nichts. So. Hätte auch eigentlich einfach drüber springen können. Okay, ungefähr selbes Tempo. Was? Sollten dann auch gleich beim Levelende sein. Oh. Der Schuss hat mich ja ein bisschen abgestaubt. Ja, hat's ja, ne? Die Busfahrt hat mich komplett durchgenommen. So. Da kann ich nicht hochklettern oder so? Nee, da kann ich einfach durchlaufen, auch cool. Ich von hier vielleicht irgendwas? Na, ich glaube, der Hintergrund spielt keine Rolle. Der sieht irgendwie nicht so wichtig aus. Es sind immer dieselben, die nerven mich. Vor allem bringen die das Spiel hart zum Laggen. Ob du noch lebst? Hm.
will. Okay. Hey. Was ist deine scheiß Geschenke bei dir? Komm schon. Harry ist so schwach. Sag ehrlich, Ferb hätte den in 3 Hits down bekommen. Und wir haben eine Coin übersehen. Ach, ganz ehrlich, ich gucke mir jetzt nochmal hier hinten kurz um, bis gleich. Ist egal, kein Erfolg. Von dem her gehen wir weiter. Ich hoffe, ich habe die 50 Gegner. Ich habe ja eigentlich jeden gekillt. Geil, da waren 30. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja, die zweite Coin fehlt. Von dem her, es muss jetzt zwischen der ersten und der dritten gewesen sein. Also es könnte jetzt schon das Minigame sein, ein Kostüm wurde freigeschaltet. Ja, das heißt halt, dass ich es mir wieder nicht leisten kann, ne? Ganzen Part gegrindet, nicht ganzen Part, mich privat und nichts erreicht. Störe den Hubschrauber, schieße auf Gegner und vermeide die Gefahren, schlage den Boss am Ende, um zu gewinnen, okay? Um Schaden zu nehmen mal wieder. Jupp. Nee. Macht zumindest Spaß. Hat auch sehr viel Bewegungsfreiheit, von dem her, da gibt's kein Problem. Ich spiel's für mich nochmal, okay? Ja, das war ja wirklich hart unnötig, bloß weil ich dachte, dass ich nochmal auf den schießen kann. Nee, Alter. Also ich hatte das andere Level, hatte ich übrigens nochmal gemacht, wo wir ohne Schaden durchkommen sollten, ne? Das ist ein Welt 3, meinte ich. Kann sich einfach meine Mission sein, wo man nicht ohne Schaden durchkommen muss. Einfach so böte 30 Gegner. Oder sammle so viele Batterien, das wäre cool. Ich setze ihm ziemlich zu. Ja, oder? Das sieht für mich ziemlich gebrochen aus. Okay. Das Teil ist kaputt, wie es aussieht. Der Hubschrauber anscheinend auch, aber juckt nicht. Die Hand auch kaputt, nur noch hier einmal. Krass. Haben wir gerade. Wie viele Batterien habe ich gerade dafür bekommen? Ich habe das Gefühl, sehr viele. Nee, ganz ehrlich, dann spiele ich das jetzt schnell nochmal. Dann bekommen wir das Kostüm noch. Nein, umkehren. Umdrehen. Na ja, gut, ich spiele es jetzt nochmal, versuche die Mission und nebenbei noch ein paar Batterien mitzunehmen und sag dann bis gleich. Ja, was soll ich sagen, ich habe es nicht geschafft, weil ich ganz kurz vor Ende nochmal getroffen wurde, aber ich habe jetzt ein paar Versuche reingesteckt und zumindest mit den Batterien bin ich jetzt nicht enttäuscht. Also, bitte sei die Windel. Nein, der Zwerg kommt vorher, okay, wir haben noch nicht die Windel, schade. Wäre cool, wenn ich eine Windel anziehen könnte. Beziehungsweise Perry in der Winde sehen könnte, das wäre cool. Ja, ihr habt da schon eine Folge, in der war das. Ich weiß bloß nicht mehr welche, aber egal, wir machen jetzt noch weiter mit 4, 5, das letzte Level für heute und beim nächsten Mal können wir dann den Boss machen.
Und dann sind wir auch schon so gut wie beim Finale. Problem bei der ganzen Sache ist, wenn wir jetzt schon beim Finale sind, dann werden wir das Jetpack nicht vor dem Finale bekommen. Naja, wie auch immer. Zumindest haben wir neue Skins. Die Ballons platzen anscheinend, okay. Vielleicht muss ich da noch irgendwie darauf aufpassen. Geil. Ist dieses Level an diese eine Folge in diesem einen. Boah, ich weiß nicht mehr. Es gab eine Folge mit einem Spielzeugland, da haben irgendwie Leute gearbeitet und da gab es dann die. Das war diese Folge, wo sie diese Parry-Erfindung machen wollten. Buford? Hi. Ich sag mal Buford kurz Hallo. Hi. Ja. Batterien habe ich zwar jetzt nicht mehr so sehr nötig, nachdem ich herausgefunden habe, was da geht, aber ist ja egal. Ist halt geil, jetzt endlich mal eine bessere Methode gefunden zu haben als 1-1 spielen. Das nervt halt auch irgendwann. Ja. Okay, ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, da kommt zwischendrin was. Eingeschissen. Ja, sobald man drauf kann, explodieren die. Ja. Okay. Bitte keine nervigen Gegner. Das muss irgendwie immer an Metagen oder Metagross denken, wenn ich die sehe. Eher Metagen, glaube ich. Ich kenne mich jetzt nicht so sehr mit dem Pokémon aus. Da hinten ist eine Coin, die man wohl ohne Jetpack erreichen kann, okay. Aber erst muss ich irgendwie das loswerden. Gecheckt. Nein. Ach, leck mich doch am Arsch, Spiel. Ich sehe ja, wie ich nur. Das kann ich wirklich nicht in Worte fassen. Aggressionen, wenn ich das schon wieder sehe. Überhaupt die Mission? Finde einen Goldrang und schlage eine bestimmte Anzahl von Gegnern. Okay. Man muss das hier doch einmal zwei machen. So, Coin. Nummer zwei, weil die andere, da komme ich ja nicht dran. Und vielleicht war es auch eine Lebenserweiterung, aber ich finde, das macht ehrlich gesagt keinen Sinn, dass man nach dem Endboss noch um eine Lebenserweiterung kämpfen kann. Wird schon passen. Ich glaube, wir haben schon so gut wie die maximale Anzahl an Leben. Okay, Minispiel. Nicht so schlimm. Wir hatten heute nicht so viele. Das hatten wir heute vor allem zum ersten Mal. Also ich weiß nur, das vorletzte Level, das geht ziemlich lang. So viel kann ich euch sagen. Das erste Level von der fünften Welt, das wird ziemlich lang gehen. Da werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen können. Das heißt, wenn wir im nächsten Part so. Soll ich ein halbes Level machen irgendwann? Ein halbes Level nach dem Welt 4 Boss. Ich glaube ganz ehrlich, das würde sogar passen, weil. Ich glaube, das würde rein zeitlich passen. Weil wir haben ja dann beim nächsten Mal nur ein Level und der Boss und das wären gerade mal 15 Minuten. Und dann da noch so circa 10 Minuten vom
Und 5-1 zu machen, ich glaube, das geht. Ich denke, das geht. Ich mache sowas normal nicht gerne, aber wenn dann am Ende kein 15-Minuten-Part rauskommt, das kann ja auf beiden Seiten wegen 15-Minuten-Part rauskommen, dann versuche ich die doch so ein bisschen zu vereinen. Schnabeltiere sind auf jeden Fall von der Folge. Ja, lang sollte das Level jetzt auch nicht mehr gehen. Die eine Coin haben wir ja offensichtlich verpasst. Mich stark wundert, wenn in der Ergebnisleiste die Coin, die wir eingesammelt haben, die 1 ist. Ich glaube, das handelt sich hier aber um die 2. 3 wäre hart unrealistisch. Vor allem, weil es so aussieht, als wäre da hinten was. Naja, die Kamera bewegt sich nicht. Okay, das Spielchen wieder. 1, 2, 3. 1, 2. Habe ich jetzt in der Luft getroffen? Achso, ja, okay, schieß halt durch. Auch nochmal. Okay. Schon wieder vergessen, dass ich auch anders sehe. Okay, da muss ich mir anscheinend was wieder drüben machen. Warte. Da oben ist der richtige Weg. Da hinten ist eine Coin. Oh, aber da sind Ballons. Okay, an die Coin komme ich ran. Bin ich zumindest schon mal ein bisschen weniger abgefolgt. Mit X ist Parry vielleicht gar nicht mal so schlimm, wie ich immer sage. Okay, in dem Fall schon. Es geht halt mit Furb so viel schneller. Ach, Furb. Bei Zielen denke ich irgendwie immer an Phineas. Ja, wie auch immer, wir wissen, wo die eine Coin ist, von dem her. Das sollte doch im Bereich des Machbaren sein. So, hier lang. Versuch auf die Ballons immer als einzeln zu springen. Weil dann, insofern sie platzen sollten, brauchen sie wieso, obwohl manche wollen irgendwie gar nicht platzen. Ja, war ein geiles Game. Ja, wie gesagt, wir wissen ja, wo das Ding ist und hier müssen wir wohl ein Minispiel was voll machen. Imagine, das wäre jetzt einfach so mehr Leben. Ich hab's Gefühl, ich soll da was spammen, wenn ich weiß, was noch fehlt. Ja, ein bisschen schneller versuchen. Schon bei fast 25 Minuten mit dem Waffen-Upgrade mal wieder. Okay, extra Leben ist auch okay. Bei einem Waffen-Upgrade hätte ich eh wieder was zahlen müssen. Natürlich dann auch noch dazu, dass hier noch ein Minispiel gekommen wäre. Das
sag ja immer, dass ich die Minispiele nicht mag, dann soll ich das nicht noch supporten. Oh, mich juckt's gerade am Bein. Kommen heute aber auch etwas häufig, oder? Am nächsten erreichen wir dem Level wohl noch die 3000 Batterien. Dann halt nicht. Naja, man kann nicht alles bekommen. Das ist die erste, okay, dann weiß ich genau, wo das Ding ist. Sehr schön. Ja, die nächsten zwei Level und wahrscheinlich auch die Hälfte vom vorletzten Level werden wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Ich gucke jetzt noch das Kostüm an, das wahrscheinlich für Phineas ist. Wie viel wollen die? 3000. Es wird halt inzwischen absolut teuer. Ich nehme an, ich habe kein zweites Soße bekommen. Nein. Perry auch alles clean. Ich will diese Windel haben, bin ich euch ehrlich. Mit der Windel beim Finale wäre schon geil. Oder der Kokosnuss-BH, aber ich glaube, so viel Münzen bekomme ich nicht. Was will man machen? Manchmal gönnt das Leben einem einfach kein Kokosnuss-BH. Aber wie auch immer. Ja, ich würde sagen, ab dem Punkt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal von Phineas und Ferb Across the Second Dimension. Bis dahin und ciao.